Hallo ihr Lieben auf dieser großen weiten Welt. Willkommen zum 15 Fragen über meine Briars Teil 1. Weil ich habe jetzt 32 Fragen bekommen. Zwei habe ich jetzt schon weggetan, aber ich konnte jetzt einfach nicht nochmal 15 weg, weil ich wäre echt ratlos gewesen, welche das dann gewesen wären. Ich hätte echt keine Ahnung gehabt. Daher habe ich beschlossen, mach doch einfach zwei Teile. Also die werden unterschiedlich hochgeladen. Das ist der erste Teil und wir fangen es auch mal gleich an. Erste Frage. Wie fühlt sich Briar an? Das ist eine, finde ich, schwere Frage, weil wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, platt? Also nicht so wie Schleich, dass man manchmal die Fellstruktur spürt, sondern glatt. Einfach glatt und man, wenn man über die Muskeln aber, oder Mähne, dann fühlt man natürlich schon die Struktur, aber sonst eigentlich glatt. Wie teuer waren sie? Ja, zwischen 30 und 40, 45 Euro. Natürlich habe ich jetzt zum Beispiel sie, das ist ein Classic. Der ist nur 18 Euro gekostet oder mein Stablemate, das hat natürlich auch nicht so viel gekostet. Aber so im Dreh rum, alle zusammen mindestens 150 Euro, würde ich es mal sagen. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Frage 3. Wie dolle hast du dich gefreut? Sehr. Also vor allem bei meinem ersten, bei meinem Big Checks to Cash, die das Video gesehen haben, wissen es. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, vor allem bei meinem ersten und auch jetzt immer noch, wenn zum Beispiel sie jetzt ist es mein neuestes Sprayer und wenn auch als ich sie bekommen habe, habe ich mich riesig gefreut. Also ich freue mich bei jedem, dass ich kaufe und dass ich krieg. Viertens, hast du diese Entscheidung bereut? Nein. Also am Anfang waren meine Eltern jetzt, als ich das erste Sprayer hatte, jetzt noch nicht so überzeugt, aber mittlerweile finden meine Mom die echt schön und ich habe diese Entscheidung nicht bereut, weil es ist einfach was Neues. Ich hatte bisher immer nur Schleich und jetzt habe ich auch noch Briar. Es ist einfach was Neues und es ist nicht so toll wie Schleich, aber es ist toll. Also wenn ich mich entscheiden müsste, Briar-Sammlung oder Schleich-Sammlung auflösen, Briar-Sammlung würde ich auflösen. Fünfte Frage. Willst du dir noch mehr kaufen? Ja. Würde ich gerne, aber ich bin jetzt gerade so in der Phase, ich habe mir in der letzten Zeit ziemlich viele Briar gekauft und ich mag mir jetzt eher wieder mehr Schleich kaufen, weil ich habe mir jetzt schon ziemlich lange kein Schleich mehr gekauft, wobei ich erst vor kurzem mir zwei neue gekauft habe, jetzt dann nach ziemlich langer Zeit, aber ich werde mir auf jeden Fall noch mehr kaufen. Dann Frage 6. Kannst du sie weiterempfehlen? Ja, kann ich. Aber man sollte ein gescheites Regal haben, das nicht runterbricht. Oder wo man Sorge hat, dass es runterbricht. Wo sie stabil stehen können. Ein großes Regal. Man sollte gut mit ihnen umgehen. Und man sollte sie halt nicht einfach als Plastikpferde bezeichnen. Und sie umwerfen oder megamäßig mit ihnen, wenn man mit ihnen spielt, irgendwo an die Wand oder irgendwo dagegen hauen. Man sollte halt schon vorsichtig mit ihnen umgehen, genauso mit Schleich, weil es sind halt doch, die sind halt doch teuer und ja, kriegen halt auch leider leicht Kratzer. Siebtens, welches hattest du als erstes? Nach Reihenfolge bitte zeigen. Ja, ich zeig's jetzt nicht nach Reihenfolge, aber ich sag's. Zuerst hatte ich meinen Big Checks to Cash. Dann, später auf dem Briarfest, habe ich mir eigentlich sozusagen fast die Hälfte meiner Collection gekauft. Habe ich mir Patty Chloe auf dem Briarfest gekauft. Dann Chichi Valentine und Heartbreaker. Und am Schluss ein kleines Stablemate namens Shira. Das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Also ich habe sie Shira genannt. Das sieht so aus. Nicht wundern, die hat einen Ohrbruch leider. Aber ja. Dann habe ich mir Sandy gekauft und jetzt, erst vor kurzem, habe ich mir sie hier gekauft, das mysteriöse Pferd, das ihr nicht kennt. Aber sie heißt jetzt Morgana, ist ein Morgan als Rasse, ein Classic und ihr Showname ist Blue Moon Morgana, damit ihr euch
damit ihr jetzt wisst, wer dieses geheimnisvolle Pferd ist. Frage 8. Welches magst du am wenigsten? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil ich mag eigentlich alle meine Rider gleich. Also ich wüsste jetzt nicht, welches ich am wenigsten mag. Ich mag sie eigentlich alle gleich. Frage 9. Welches hat die beste Qualität? Eigentlich haben alle gute LSQ, fast top LSQ, aber außer Stablemate, weil die hat Rohrbruch. Aber die beste Qualität hat Patrick Claudi. Nein, Moment, was laber ich eigentlich? Nicht Patrick Claudi, Big Checks to Cash. Sie, Morgana und Sunny. Weil Patrick Claudi hat leider auch so einen Pepper da dran an ihrem Arsch. Den kriege ich leider nicht mehr weg, aber ja. Es ist halt die schlechteste Qualität. Shira, das Stablemate, weil sie leider einen Ohrbruch hat. Und leider in Patrick Claudi, weil sie hat außer dieser blöden Ding da hinten dran nichts. Frage 11. Von Chichi Valentine und Heartbreaker. Wen magst du lieber? Chichi Valentine. Weil sie, ich finde sie einfach irgendwie total schön und knuffig und oh. Frage 12. Welches deiner Briar würdest du niemals abgeben? Alle. Also, so wie jetzt, ich würde alle niemals abgeben. Also, ich habe jetzt noch keine große Collection oder so, aber mit meinem Status heute würde ich alle niemals abgeben. Außer, ja, doch, alle niemals abgeben. Aber das ändert sich ja mit der Zeit. Frage 13. Welches ist dein wertvollstes? Das ist eine gute Frage. Schwere Frage. Weil, also vom Geld her liegen eigentlich alle im gleichen Ding. Halt auch so Stablemate und sie. Aber, keine Ahnung. Habe ich absolut keine Ahnung. Ich glaube, vom Preis her waren Chichi Valentine und Heartbreaker die teuersten. Glaube ich. Ich habe echt keine Ahnung. Frage 14. Welches Pferd ist dir am meisten runtergefallen? Mir ist noch nie ein Pferd runtergefallen. Also wirklich noch wirklich nie. Also vom Regal oder so, noch nie runtergefallen, auch nicht aus der Hand. Die Shira hat ihren Ohrbruch erlitten, weil ich sie beim Baden im Urlaub mal mitgenommen habe zum Fotos machen und es war halt ein Fehler. Aber runtergefallen ist mir eigentlich noch nie eins. Nö. Frage 15, somit auch die letzte Frage des ersten Teils. Mit welchem machst du so gut wie nie was? Also Foto, LS oder sowas. Das ist das Stablemate, weil eigentlich wollte ich mit ihr schon vielleicht irgendwann mal auf eine LS gehen. Am Anfang hatte sie wirklich top LSQ, aber selbst da wusste ich nicht wohin, weil es ist ein Stablemate. Und jetzt mache ich so gut wie gar nichts mit ihr. Weil, ja, sie hat halt einen Ohrbruch. Und man sieht es halt ziemlich. Aber ich mache generell mit meinem Brian eigentlich nicht so viel. Ich habe jetzt erst, zwei an der LS starten lassen, aber ich lasse auch noch die ganzen anderen 9 starten, aber ich mache eigentlich nicht wirklich viel mit denen. Sie stehen halt in meinem Regal, ich mache Fotos mit ihnen und so, aber ja, sonst LS oder sowas mache ich eigentlich fast nie. So, das war der erste Teil von meinen 15 Fragen über meine Briar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Teil wird auch bald kommen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.